Hallo liebe MOBA-Community, schön euch wieder zu sehen auf unserem Kanal und wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ja, heute haben wir einen Podcast für euch, so wie es auch in der Videobeschreibung steht. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben relativ viele Kommentare bekommen, was habt ihr noch so geplant an der Anlage, wie geht's weiter und so. Und es kam auch schon mal Fragen, hey, was habt ihr noch so bestellt, was kommt denn noch an neuen Rollmaterial zu euch? Und deswegen dachte ich so, Arne, wir müssen einen Podcast machen und natürlich ist der allzeit beliebte, großartige, super Filmmeister live dabei und ist hier mit im Podcast. Hallo Arne. Hallo Sven, vielen, vielen Dank. Ach, was für schöne, warme Worte, da freue ich mich, ja. Ja, du. Ob das alles das so ist zutreffend ist, steht auf einem anderen Blatt, aber danke. Nein, alles gut. Arthur, immer wieder kommt das. Schnitt- und Videomeister nennen dich die meisten in den E-Mails und den Kommentaren. Also daher ist das bestimmt das, gerechtfertigt. Das freut mich. Ich bin stets bemüht. Ja, guck mal. Genau. Ich bin nämlich momentan so ein bisschen angeschlagen. Und Arno und ich dachten so, ach, wir müssen das ja hier nicht weiter rumschleppen und die Erkältungswelle noch verbreitern. Und daher haben wir gesagt, weißt du was, wir machen wieder einen Podcast und dann können wir die ganzen Kommentare, die wir gekriegt haben und so ein bisschen einfließen lassen und auf gewisse Sachen eingehen und machen eine Folge, mal gucken, was draus wird. Das war der Plan zumindest erstmal. Genau, da gucken wir. Also manchmal machen wir das eventuell, wenn es jetzt terminlich nicht anders passt, so als Ersatz für die typische Mittwochsfolge. Oder vielleicht machen wir das auch mal so, wenn wir dann wieder genug Folgen im Petto haben und da eigentlich ganz gut davor sind, dass wir die auch mal außerhalb der Reihe einfach mal raushauen. Das ist immer so situationsbedingt halt. Ne? Das, wie wir das mit dieser Folge machen, wissen wir noch gar nicht so genau. Vielleicht hauen wir die als normale Mittwochsfolge raus. Oder aber die kommt tatsächlich zusätzlich, weil noch können wir mal spoilern. Da sind wir auch total transparent, sind wir ganz gut davor. Aber wir hatten genau. Schon mal mehr Folgenpuffer. Und da muss man halt mal gucken, ne, wie das dann immer gesundheitlich und terminlich passt. Und ihr werdet dann ja, wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr sehen und hören, wann wir die veröffentlicht haben. Also ihr seid genau, schon schlauer richtig. Als wir an der Stelle. Das stimmt auf jeden Fall, genau. Ja, genau, dann haben wir uns, habe ich mir zwei Sachen überlegt, die ich mit Arne heute abgesprochen habe. Und zwar wollen wir zwei Sachen ansprechen. Einmal den aktuellen Anlagenstand und auf ein paar Fragen eingehen, nochmal Richtigstellung zum aktuellen Anlagenbaustand, würde ich sagen. Und dann halt als Punkt 2, damit es auch nicht zu viel wird, gehen wir einmal auf unsere Bestellung ein, die wir getätigt haben und Vororderbestellung oder Sachen, die bestellt sind. Und ja, genau, das sind so die zwei Punkte für heute, für diese Podcast-Folge. Genau, wir versuchen es auch nicht zu lang zu machen, sondern so relativ kompakt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dann eine stete Herausforderung. Für mich ja, weil ich immer so viel sappel. Naja, ich bin da jetzt ja auch nicht immer so harmlos, aber ich denke mal, wir werden mal so anpeilen, so 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie so. Vielleicht auch kürzer, so einfach mal so zwischendurch mal. Genau. Richtig, genau. Ja, weil es ist einfach, glaube ich, einfacher. Und wenn ihr, liebe MOBA-Freunde, euch das nebenbei beim Basteln und so anhört, dann vergeht die Zeit ja auch schneller und dann ist das auch schöner, als immer die ganzen Kommentare zu lesen und sowas alles. Das macht doch auch Spaß, denke ich. Und wir machen es ja selber tatsächlich auch so, dass wir uns Modellbau-Podcasts anhören und sowas. Und warum nicht? Ja, wobei ich jetzt auch weniger als du, aber ich habe sonst auch ein relativ breites Podcast-Portfolio, was ich mir so anhöre. Und genau, richtig. Ja, und mittlerweile, wie ihr hören könntet oder im besten Fall wahrnehmen könnt, habe ich jetzt auch ein richtiges Studiomikrofon, damit man mich richtig aufnehmen kann und verstehen kann und ich nicht immer wie so eine Blechdose mich im Gegensatz zu Arne anhöre. Also wir sind jetzt professionell aufgestellt auf jeden Fall. Genau, wir haben das so ein bisschen ausgeglichen, weil ich fühle mich manchmal schon schlecht, wenn ich dann hier vor meinem Kondensatormikro sitze, wobei man ja fairerweise sagen muss, dafür, dass du halt so ein Headset hattest, das war ja, glaube ich, das Standard-Headset von den Apple-Smartphones von früher. Dafür klang das ja auch in Ordnung, aber so ist es dann doch nochmal ein bisschen schöner. Da das denke ich haben wir gesagt, auch. Wollen richtig. Wir unseren Zuhörern mal ein bisschen noch bessere Akustik bieten, sage ich mal. Genau. wenn der Inhalt manchmal schon sehr umfangreich und sabbelig ist, dann wenigstens in möglichst guter Tonqualität. Genau.
Warum wir das gemacht haben, da können wir so einen ganz kleinen Spoiler schon mal vorausschmeißen, Arne. Und zwar ist das so, dass wir ja hier den Anlagenbaufilm und Modul und auch Dioramenbau und sowas alles, aber wir wollen natürlich nachher auch gerne, wenn die Anlage weiter fortgeschritten ist, nachher schöne Fahrvideos machen von den Zügen und Zuggarnituren und all sowas. Ne? Ja, so, auf jeden Fall. Viele YouTuber machen das so, dass sie immer unten in die Texte, in das Videomaterial einfach ihre Texte einblenden und das gar nicht besprechen. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja eigentlich nur zwei Optionen. Ich kann und möchte in Ruhe irgendwelche MOBA-Videos gucken. Dann mache ich es auch stumm und höre nebenbei Musik oder irgendwie sowas. Oder ich lasse mich berieseln und kriege noch ein bisschen was erzählt dazu und muss nicht unbedingt immer lesen. Weil das finde ich bei diesen YouTube-Videos zum Beispiel immer eine Sache, die ich nicht so toll finde. Ja. Und natürlich Einblendungen und so kann man immer machen, aber man kann auch was dazu erzählen oder sowas erzählen und auch kleine Geschichten draus machen. Und das haben wir hiermit nämlich vor und deswegen haben wir uns ein bisschen professioneller aufgestellt, dass sobald nachher die ersten Anlagenfahrten losgehen, wir dann die nachträglich betonen können und dann hoffentlich coole Videos für euch liefern. Genau, also wir machen es einfach aus dem Grund, weil es mit so einem Voice-Over natürlich noch mal ein bisschen professioneller und schöner ist und weil man ja trotzdem, wenn man jetzt keinen Bock hat, unser Gesülze sich anzuhören, den Ton ausstellen kann und die Untertitel bei YouTube einschalten kann, denn YouTube hat ja so eine nette Auto-Disk. Genau. Ja, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, aber auf jeden Fall ist da eine AI hinter, die das Gesabbel erkennt und wenn man das einigermaßen deutlich ausspricht und das kriegen wir ja zumindest hin, dann wird das korrekt unten angezeigt. Audiodeskription, ja. Deskription, was auch immer. Auf jeden Fall, und da so praktisch sind die Untertitel ja da und dann hat man aber immer noch die Option, wenn man sagt, man hat keinen Bock auf Untertitel, dass man die ausstellt und sich dann das Gesabbel direkt anhören kann. Und so, denke ich mal, sind wir da ganz gut aufgestellt. Das denke ich auch, so breit aufgestellt und dann ist für jeden was dabei. So ist die Hoffnung, man kann abschalten sonst. Genau. Und wenn man gar keinen Bock hat, ist es auch in Ordnung, Video, Audio, alles auszustellen. Das ist auch in Ordnung, ja. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an mit dem Teil aktueller Anlagenstand, Planungsstand, wie geht's weiter? Wir sind ja momentan in der letzten Folge sind wir ja online gegangen mit den Kabelkanälen, Verdrahtungskanälen. Und da ist der Stand, dass wir die Arbeiten quasi abgeschlossen haben und wir haben jetzt wirklich eine Menge an Verdrahtungskanälen angebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bestellt habe, aber ich glaube 80 Meter waren das auf jeden Fall, Verdrahtungskanal. Ja. Und genau, an dieser Stelle muss ich noch eine Sache richtig stellen, die habe ich im letzten Video nämlich falsch erklärt oder in diesem Video, in dem Kabelkanal, Verdrahtungskanal-Video. Ich hatte nämlich gesagt, dass ich umlaufend einen großen Verdrahtungskanal nehme und da dann quasi mit kleinen, diesen Runden, die man aus der MOBA eigentlich auch kennt von den Videos und so, dann diese kleinen Querverbindungen mache unter der Anlage. Das habe ich aber sein lassen, weil tatsächlich diese kleinen Kabelkanäle so teuer sind, dass ich gesagt habe, weißt du was, dann kannst du auch große kaufen, machst überall die großen Verdrahtungskanäle hin. Und dann hat man einfach mehr Optionen für die Zukunft, mehr Platz und das hat auch die Kabel nicht so eng aneinander gebunden. Man kann sie auch mit Kabelbindern innen drin so ein bisschen aufteilen, sodass das da auch nicht zu irgendwelchen Signalverlusten oder Signalüberschneidungen kommt. Und an dieser Stelle auch nochmal kurze Erklärung, Kabelkanäle sind komplett geschlossen. Verdrahtungskanäle haben oben und unten jeweils Schlitze, wo ich immer schön die Kabel einführen kann. Und das wollte ich auch, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie Kabelkanäle anbauen, überall Löcher reinbohren, wo nachher immer Kabel durchgehen. Weil dann vergisst man eins, dann sind da schon Kabel drin, dann muss man nachbohren und dann ist das immer alles so blöd. Und das ist mit so Verdrahtungskanälen eigentlich ideal. Einziger Nachteil bei denen ist, die sitzen so fest, die Deckel, dass es immer ein Krampf ist, die rauf und runter zu kriegen. Das war ja auch, hast du ja auch live miterlebt, Arne. Ja, also das war schon, die Folge ist ja schon online und ich habe sehr, sehr viel Material aufgenommen, weil du ja tatsächlich eine Weile damit beschäftigt warst und glaube ich schon selber fast ein bisschen genervt warst und froh warst, als du dann das Ganze abgeschlossen hattest. Ja, das kann man so sagen. Es war ein Gefrickel. Man sieht natürlich das Gefrickel nicht so im Video, weil ich das natürlich geschickt, aber so ein bisschen geschnitten habe. Weil es gab ja schon so den einen oder anderen Moment, wo das ein bisschen nervig war, auch diese Umrandung oder diesen Deckel da drauf zu setzen. Vor allen Dingen, als es dann so ein bisschen um die Kurve ging. Ja, genau. Aber jetzt sieht das alles ordentlich aus. Doch, das ist ja so fertig soweit. Ne? Also da haben wir jetzt eine gute Basis. Und jetzt ist sozusagen der Grundbau ja abgeschlossen. Wir haben die Anlagenuntergrundbeleuchtung, wir haben die Kabelkanäle.
Und jetzt ist es so, dass ich nochmal an den Farbpulten gerade bei bin. Da kommt gerade noch so eine Leiste rum und ich habe ein Programmiergleis gerade fertig gemacht. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich habe nämlich gedacht so, oh, mach was Cooles. Ich liebe ja Lichter, LEDs und sowas alles. Und kleiner Teaser schon mal, ich habe da so einen kleinen LED-Streifen in ein transparentes C-Gleis mit eingebracht. Und wenn das Programmiergleis dann aktiviert ist, dann leuchtet dieses Gleis gleich rot. Hintergedanke, zwei Gründe. Erstmal, sieht cool aus, will ich einfach haben. Und das zweite ist, durch das Licht aus dem Gleisbett hat man es einfach schneller mit dem Aufgleisen, weil man doch ab und zu so kompakter und detailreicher die Loks sind. Ja, oder filigraner und detailreicher. Kann man das mal gar nicht richtig sehen, ob die Radsätze richtig draufstehen und sowas. Und da habe ich gedacht, wenn das von unten Licht gibt, machen wir es ein bisschen heller und dann sieht man schön, ja, ob man sie gut aufgegleist kriegt. Total gut, verrückt, ja, ich weiß, aber ich finde das geil. Das wird nachher auch fürs Video, ja, schon mal so ein kleiner Spoiler, wird das sicherlich sehr genau. Nett werden. Das denke ich nämlich auch, richtig. Ja, da bin ich jetzt gerade bei. Das rechte Fahrpult, wo nachher die, wo das Gleisstellbild quasi raufkommt, um nachher manuell die Weichen zu schalten, da bin ich jetzt auch noch bei, das läuft noch parallel. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich ein Brett falsch hergestellt habe. Das hängt so ein bisschen durch, beziehungsweise das, die Holzqualität war nicht so gut. Da ist das die dritte Ebene, also die unterste Ebene vom Schattenbahnhof, die Ausfahrt, da habe ich noch ein Problem. Das muss ich nochmal austauschen, da werden nochmal neues Brett fertig gemacht und ja, bekorkt und ja, Gleise wieder verlegt, so dass wir überall eine saubere Gleisgeometrie haben. Ja. Und die Züge gut drüber fahren. Ja, das ist noch aktuell gerade der Stand. Ne? Da sind wir noch bei. Und dann geht ein neues Thema los und zwar Kameraüberwachung. Ich habe jetzt das erste Kamerasystem bestellt, wo wir jetzt, da hatten wir euch ja gefragt als Zuschauer, was würdet ihr machen, kleine Monitore an der Central Station oder am Bedienpult, sag ich mal, oder große Monitore an der Wand. Und ich habe jetzt gesagt, okay, die Kommentare waren in beide Richtungen so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir machen beides. Ja. So theoretisch, hört sich total bescheuert an, aber erkläre ich kurz. Und zwar haben wir uns einen 10-Zoll-Monitor gekauft, also einen kleinen, ja, das ist so wie so ein, ja, vom Auto Rückfahrkamera-Monitor, kann man sagen, ein bisschen größer. Der kommt direkt neben die Central Station und da kommt ein viergeteiltes Bild drauf für den Schattenbahnhof. Für den Schattenbahnhof haben wir vier Kameras eingeplant, jede Ebene, plus nochmal eine Frontansicht, wo wir noch Abstellgleise haben. Und dann sind wir da schon mal ein ganzes Stück weiter und können da schön über die Kameras halt, ja, die Züge beobachten und in den Schattenbahnhof fahren und auch sehen, wenn da irgendwelche Störungen auftreten sollen. Und dann gibt es nachher noch zwei weitere Kamerasysteme, jeweils auch mit vier Kameras nachher für die Streckenkontrolle, für die Untergrundkontrollen quasi, ne? Für die, ja, also Strecken, die unter der Anlage laufen. Und dafür werden wir dann zwei Monitore an die Wand hängen. Das heißt, die muss man halt nicht benutzen, man kann sie dazu schalten. Und der Monitor, der wichtig ist für den Schattenbahnhof, der ist dann halt immer an, sobald man die Anlage startet. So war zumindest erstmal der Plan dafür, ne? Genau. Richtig, genau. Richtig. Ja, und ich denke mal, wenn wir dann zusammen da sitzen, dann hat einer sowieso den Schattenbahnhof bei sich bei einer Steuerung und dann kann man mit dem Handy und mit oder Mobile Station her quasi die anderen Strecken fahren und die, dann kann man, derjenige kann dann halt schön auf die Fernseher gucken, ein bisschen angenehmer, weil man eh den Blick auf der Anlage hat und kann auf den Fernsehern dann so ein bisschen beobachten, was so in den ganzen Tunnelanlagen passiert, ne? Und derjenige, der eh am Rangieren ist und sowas alles, Schattenbahnhof rein rausfährt, der hat dann den kleinen Monitor direkt vor der Nase. Für sich quasi, für den Schattenbahnhof. Ja, nochmal so als kurze Zusammenfassung quasi, ne? Ja. Also als Vorab-Spoiler, das wird man ja noch ein bisschen her im fertigen Video in der passenden Folge entsprechend sehen. Vielleicht kommt es auch als ganz anders, das entscheidende Final. Das kann sein, da hast du recht, Arne. Wir gucken mal, aber bis jetzt ist es, sag ich mal so, schon, ja, das Material ist bestellt, das ist da schon zum Teil, ne? Also das meiste, was wir brauchen. Und wir wollten ja erstmal die Kabelkanäle anbringen, damit man die ganzen Kabel nachher auch gleich ordentlich verstecken kann und dass die dann weg sind, dass das alles gleich wieder ordentlich ist. Ne? Da habe ich ja so ein bisschen, hab ich meinen inneren Monk, den ich da befriedigen muss. Ne? Genau. Ja, und was geht dann los? Dann sind wir, Arne hat ja eine total geile Idee gehabt und sagte, Sven, wenn du einfach hier ein Brett über die Anlage legst, quer, dann hast du schon einen Kreislauf und kannst von der Schattenbahnhofsausfahrt in die Einfahrt rein im Kreis und musst nicht immer von links nach rechts juckeln. Und dann guckte ich Arne an und dachte so, ja schön, du Trottel, da hättest du auch mal selber drauf kommen können, aber gute Idee, kurz umgesetzt, halbe Stunde Arbeit, ordentliches Brett fertig gemacht mit ein bisschen Verbreiterung, so dass es schön stabil ist. Und jetzt haben wir ja unsere Teststrecke quasi, ne? Und jetzt können wir dann
wenn das Kamerasystem steht und die Weichen angeschlossen sind. Das kommt auch noch jetzt gerade parallel. Ja, die Kabel sind gekommen. Ich hatte extra so dreiadrige, also letzten Kabel bestellt, blau, blau, gelb, damit die immer schön zusammen sind in den Kabelkanälen, dass man immer für jede Weiche ein so ein Kabel hat quasi. Die sind alle jetzt da. Und ja, da hatte Meises Modellbahncenter so ein Angebot, habe ich die bestellt. Und ja, genau, richtig. Und wenn das dann fertig ist, dann werden erstmal ordentlich viele Testfahrten für den Schattenbahnhof gemacht, um auch alles an Zugmaterial auf die Anlage zu bringen, was wir haben, um zu gucken, ob wir jetzt Probleme haben im Gleiswendel R2, im R3, bei den Bogenweichen oder sonstiges, ne? Um es, bevor oben der Anlagenbau weitergeht, erstmal unten alles wirklich schier zu haben, so gut wie möglich. Alles kann man nicht ausschließen, ne? Wenn man in 2-3 Jahren mal einen Zug kauft, kann es sein, dass der auf einmal nicht da durchfährt, aber ich glaube, wenn wir die größte Breite haben und das gut funktioniert, dann sollte das ganz, sollte das Sinn machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich, so eine schöne Win-Win-Situation. Also ne, man kann vorher schon so ein bisschen rumfahren und man testet dann aber tatsächlich, also es ist ja tatsächlich notwendig, das vorher zu testen, um dann die Probleme zu lösen und ne, bevor man da irgendwie alles zubaut und den Vorhang hervor hat. Und hat jetzt den Vorteil, dass man dann aber auch sehr viel schon fahren kann, sehr viele verschiedene Zuggarnituren da durchjagt und das ist natürlich auch Das ist ja auch eine schöne Sache. Das Schöne, weil man ja einfach so lange keine aufgebaute Anlage hatte, immer nur den Kreis auf dem Boden, um mal die Loks mal laufen zu lassen. Aber so ist das ja schon so. Ich merke das jetzt ja schon. Oh, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Boah, gehst trotzdem hoch. Central Station starten und drehst eine Runde. Machst wieder eine Testfahrt. Ja. Und das ist halt der Riesenvorteil von einer aufgebauten Anlage. Du gehst da halt einfach bei. Und das beste Beispiel bist ja du, Arne. Mal mit deiner Parkettbahn. Ich sag ja, ne? Also nur mal so für die Zuschauer oder Zuhörer. Ich will Arne unbedingt eine Wohnzimmerbahn andrehen, die ich ihm auch baue, umsonst sogar. Aber er will nicht. Ja, also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil ich dann so ein paar Sachen im Wohnzimmer umbasteln müsste. Mein innerer Monk wäre dann halt schon verwirrt, wenn der Fernseher nicht mehr so ganz mittig steht oder man nicht mehr mittig vor dem Fernseher direkt sitzt und so. Ja, deswegen bin ich da noch so ein bisschen, also da ich habe da eigentlich schon Bock drauf, aber ich muss halt immer, ich muss mir das halt gut überlegen, weil wenn die da erstmal steht, kann ich ja schlecht 3 Wochen später sagen, ja, es wäre nett, dass du die aufgebaut hast, aber passt nicht. Tschüss. Bau mal wieder ab. Genau. Das muss ja auch nicht sein. Das will gut überlegt sein, auf jeden Fall. Nee, das ist richtig. Das war auch eher nur so ein Spaß, aber alles ich wollte einfach nur sagen, dass halt das der Unterschied ist, ne? Wenn du was Aufgebautes hast und wenn das jetzt selbst eine Rohbaufassung wie hier oben gerade auf dem Dachboden ist, dann ist das schon so, dass du eher dabei gehst, wie als wenn du immer alles aufbauen musst, die ganzen Gleise aufbauen musst und sowas. Ne? So, ja. Naja, aber gut. Ja, und wenn das dann soweit ist und wir ordentlich Testfahrten gemacht haben oder ganze Sonntage oben verbracht haben, hoffentlich, um da schön zu fahren, dann hoffe ich, dass auch langsam so die Neuheiten langsam eintrudeln, die wir uns so bestellt haben. Dann können wir die nämlich gleich mittesten. Und dann geht es nachher in den Trassenbau. Dann geht's schon los mit der Ebene 0 quasi. Ja. Das wird ein bewegender Moment. Aber man sieht dann trotzdem, dass sich das so ein bisschen zieht, verständlicherweise, weil der ursprüngliche Plan war ja mal, dass man die erste Trasse schon vor Weihnachten fertig hat. Da ist man dann aber nachher schnell von abgekommen, weil das wäre dann nachher so mit der heißen Nadel gestrickt gewesen. Ja, weil ich wollte ja eigentlich die erste Trasse bauen und dann gucken, wo Kabelkanäle hin müssen und sowas. Und da habe ich gedacht, so weißt du was, jetzt kommst du schön überall von oben ran, hast das 3-mal einfacher, wie die ganze Zeit unter der Anlage durchzukriechen. Und das muss man nachher noch genug, natürlich. Aber es ist einfach sinnvoller, alles strukturiert von unten nach oben aufzubauen. Und deswegen habe ich gesagt, pass mal auf, das kommt auf ein Vierteljahr jetzt auch nicht mehr drauf an. Bis das damit losgeht. Und dann sehen wir auch weiter. Und vor allen Dingen hatten wir noch Änderungen im Gleisplan, Arne. Und da wollten wir ja auch nochmal unseren Zuschauern quasi die Chance geben, noch Kommentare abzugeben, um da eventuell noch Planungsänderungen mit aufzunehmen, vor allen Dingen. Ne? Genau, richtig. Ja. Da sind wir ja noch recht flexibel, weil das ist ja auch nur so ein, also der Plan ist schon recht final, aber das ist immer noch alles im Werden, sage ich mal. Ich hatte jetzt gestern gerade wieder einen Kommentar dazu bekommen, und zwar, ob uns bewusst ist, dass wir zwischen C- und K-Gleis keine Übergangsgleise verwendet haben. Da habe ich gesagt, ja, das ist bewusst, weil das einfach nur ein sinnbildlicher Plan ist. Also wir haben schon auf Radien geachtet, auf die Strecken, auf die Geometrie und sowas, aber nicht so direkt aufs Gleis, weil wir werden viel mit C-Gleis arbeiten, gerade im Schattenbahnhofsbereich, sag ich mal, oder in den Bereichen, die man nicht sieht. Bloß im sichtbaren Bereich wollen wir ja auch teilweise Gleise selber bauen.
Und daher kommt das da nicht so ganz drauf an. Wir wollen erstmal nur sinnbildlich gucken, kommt das so hin? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Na, zu wenig wird es nicht sein. Aber ja, passt das Gesamtbild und geht unser Fahrkonzept, was wir haben, auf? Weil wir möchten ja gerne 4 unterschiedliche, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, Kreise haben, um Loks laufen zu lassen und trotzdem noch an 2 Stellen in der Anlage noch Rangierbetrieb zu haben oder durchführen zu können. Das heißt, wir haben die doppelgleisige Hauptstrecke, die immer laufen kann. Also da können die Züge, ICEs oder so im Kreis fahren die ganze Zeit. Wir haben die beiden Nebenbahnstrecken und die sind auch untereinander so kompatibel, dass es durchlaufen sollte. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, in der Hafenbahn oder in der Lokabstellung und so oder Zugabstellung da definitiv ja, fahren zu können. Also so sind wir an 6 Stellen, wo man fahren könnte, zeitgleich. Das war so der Hintergedanke. Ja, das klingt auch nach einem guten Plan. Ja, richtig. Und ja, genau. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie das mit dem Gleisplan weitergeht. Ja. Mir ist die Datei noch abhanden gekommen. Auch ganz witzig. Ja, aber ich hab sie tatsächlich wiedergefunden jetzt, durch Zufall. Und ja, aber wie gesagt, der Gleisplan. Ich bin da eher so ein Freihandbauer. Ich brauche nur einen Gedankenanstoß und dann geht das nachher alles. Weil man ganz viel nachher auch optisch anpasst. Weil ich möchte natürlich eine Landschaftsgestaltung ist ja mein Credo, sag ich jetzt mal, oder mein Ding, was ich... Dein Steckenpferd praktisch. Mein Steckenpferd. Oh, mir fehlt das Wort, danke Arne. Genau. Kein Ding, ich bin hier der perfekte Stichwortgeber. Ja, perfekt, das ist echt gut. Und das muss alles passen. Und wenn das irgendwo ein Gleis zu viel ist oder wenn da eins zu viel ist oder das irgendwie von der Länge her nicht passt und sowas alles, dann wird das angepasst im Bau, damit nachher das Endergebnis wirklich so gut ist und uns zufriedenstellt, dass wir wirklich zufrieden sind damit, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das ist ja auch so, ich bin mir ziemlich sicher, dass noch die ein oder andere Änderung gibt, wenn man das mal angefangen hat zu bauen, wenn man feststellt, ach Mensch, guck mal, an der Stelle passt das doch nicht so oder sieht irgendwie komisch aus oder so. Oder ja. Das wird ja sowieso noch mal interessant, ob wir halt mit den Steigungen, ich glaube, das war auch noch ein Kommentar, wo irgendjemand hatte, glaube ich, noch geschrieben, so, ob das mit den Steigungen von den Prozenten her alles so passt, weil wir ja dann doch recht viel Zentimeter überbrücken auf eigentlich schon relativ langer Strecke, aber an manchen Stellen vielleicht doch gar nicht so lang. Und das wird halt auch nochmal interessant. Ja, gerade genau. Weil ja Haftreifen eher Mangelware sind bei modernen Loks. Ne? Ja, und das Gewicht vor allen Dingen. Ja, genau. Und deswegen müssen wir wirklich so ein bisschen aufpassen, dass da nicht die Züge irgendwie hängen bleiben. Genau, deswegen wird Trassenebene für Trassenebene gebaut und dann werden ausgiebige Testfahrten mit dem Rollmaterial gemacht. Ah, schade, das ist aber ärgerlich, dass wir Testfahrten machen. Ja, echt, ne? Ja, vor allen Dingen aber ist das natürlich schon so, dass auf einer Nebenbahn natürlich eine andere Steigung sein kann wie auf einer Hauptstrecke. Das muss man natürlich schon sagen. Ja, und auf der Nebenbahn ja einfach viel kürzere Zuggarnituren fahren. Ne? Richtig, genau. Da kann man dann vielleicht ein bisschen... sogenannter Zubringerverkehr ist aus den einzelnen Werkabschnitten, wo nur Rangierloks oder Dieselloks mit vielleicht mal 3-4 Wagen fahren und sowas alles, ne? Ja. Aber es ist trotzdem ein Ansporn zu sagen, hey, 8-9-teiliger ECE soll auf allen Gleisen der Anlage fahren können, damit man einfach ja, richtig gebaut hat und den Ansporn hat, auch so zu bauen, dass das alles funktioniert. Weil wir haben ja bei anderen YouTubern gesehen, was die für Probleme haben, ne? Und ich habe ja immer viel bei Michael den YouTube-Kanal verfolgt, Michas Moba, und der hat halt auch Steigung von 4% und so und die Loks, ich sag's jetzt einfach so salopp, die kacken da in einer Reihe nach der anderen ab und das möchte ich natürlich nicht, ne? Also, ja, die Moba-Hersteller müssen sich mal ein bisschen mehr Mühe geben vielleicht wieder, das ist richtig, aber na gut, wenn man jetzt eine Anlage baut und plant und hat den Platz, dann kann man es auch versuchen so hinzubekommen, dass womöglich auch eine Lok nur mit einer Achse mit Haftreifen halt die Steigung schaffen sollte, ne? Ja, genau. Aber wenn er den Platz halt hat, aber ist natürlich schon, also viele haben halt nicht so ultra viel Platz und da finde ich halt auch, bricht sich eigentlich niemand einen Zacken aus der Krone, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man vielleicht den einen oder anderen Haftreifen mehr nimmt. Früher ging das ja auch. Also sind natürlich Einsparmaßnahmen, ist klar, aber ja, wie gesagt. Ja, da frage ich mich sowieso, woher kommt das, ne? Und wenn man aber so ein bisschen drüber nachdenkt und dass man ein bisschen ja, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt und sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, warum sparen die Haftreifen ein? Dann fragt man sich ja sowieso, pass mal auf, früher hat man ein, ja, wie nennt man das?
Also zwei Achsen in Kombination an einem Drehgestell als Antrieb gehabt. Da waren dann auch Haftreifen drauf. Strom wurde auf der anderen Seite gezogen. Und die Loks haben relativ hohes Gewicht gehabt. Heute werden die Loks, ob das besser ist, weiß ich nicht, da bin ich kein Profi, mit Kardan angetrieben. Also alle vier Achsen werden angetrieben. Und ich gehe mal davon aus, das Gewicht ist leichter geworden zum Teil. Wenn man noch die ganz alten Märklin-Loks zum Beispiel kennt, das ist ja so meine Kindheitszeit gewesen, ne? Die haben Die ja waren ordentlich Gewicht richtig gehabt. schwer, ja. Und die haben natürlich diese Probleme nicht gehabt. Wenn ich heute so gerade von Rocco die Kunststoffloks sehe, also das ist jetzt kein böswilliger Kommentar, sondern ich finde die ja selber hübsch und schön. Die sind aber teilweise leichter, haben aber alle vier Reifen angetrieben oder alle vier Achsen, sag ich mal, bei einer normalen ja, Lok. Ja, hast du das Problem. Bloß ich denke mal, durch die vier angetriebenen Achsen sagen sie dann, pass auf, es reicht raus, wenn wir zwei Haftreifen drauf haben. Weil jetzt kommen wir zu dem größten Problem der Modellbahn. Ne? Das ist ja immer der Kontakt auf den Gleisen. Und umso mehr Haftreifen ich verwende, umso weniger Kontaktfläche habe ich ja für die Stromaufnahme auf die Lok. Ja, gut, das stimmt. So, und da muss man irgendwie immer so einen Kompromiss finden. So, und ich denke, dass das ganz oft dahinter hängt. Also, dass das immer so ein Grund ist und dass ein Hersteller immer gucken muss. Und dann gibt es ja verschiedene Hersteller und jeder Hersteller hat eine andere Philosophie dahinter. Was ihm Ja. wichtiger ist oder was in seiner Ansicht wahrscheinlich besser funktioniert. Ja, aber naja, gut. Aber Deswegen. wo du gerade von Loks gesprochen hast, Sven, hast du denn noch irgendwas in der Pipeline, was noch so kommt, oder? Genau, das ist die beste Überleitung, Arne. Richtig, genau. Du hast ja, ich habe ja gerade erst die 152er gekriegt. Das war ja mit einem Gutschein von MSL, da habe ich mich richtig gefreut. Und dann in der Sale-Lok, also ich habe mich richtig günstig abgestaubt von Rocco. Und der Hintergedanke war jetzt, ich habe ja fast nur Märklin, muss ich ja sagen, dazu. Ne? Ich habe eine Brava, eine Gravita und hatte ja sonst wirklich nur Märklin, war ja ein eingefleischter Märklinist. Das hat sich ein bisschen geändert durch dich. Ja, ich habe hier so ein bisschen, war so ein bisschen missionarisch unterwegs, weil ich eigentlich Ja. auch primär tatsächlich Märklin habe, aber halt auch Pico und Rocco entsprechend auch bei mir Ja. vertreten sind und ich da sehr zufrieden mit bin, Genau. preis-leistungstechnisch auch und von daher, boah, habe ich Richtig. dich so ein Und bisschen beeinflusst, könnte man sagen. ja, das kann man so sagen. Und dann kam halt der Railjet und das ist ja mein absoluter Lieblingszug. So, und die Lok gab es ja von Märklin, aber die Wagen ja nicht. Und das heißt, ich musste sowieso auf Rocco gehen. Und jetzt habe ich halt gedacht, hey, wir sind im Anlagenbau. Sven, du brauchst Pico und Rocco mindestens nochmal ein paar Loks. Also hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so mal zwei Loks von jedem Hersteller. Damit du diese auch mit in den Test aufnehmen kannst für die Anlage. Nicht, dass jetzt eine Rocco-Lok eine Steigung nicht schafft oder die doch besser schafft wie eine Märklin oder wie auch immer. Ne? Das geht nachher auch. Ich möchte ja auch die ganzen Kurvengleise nachher schön geneigt haben und sowas. Und das macht einfach Sinn, ja, sich ein bisschen breiter aufzustellen und jetzt auch gerade in der Testphase vieles laufen zu lassen, damit dann halt alles getestet wurde quasi. Und deswegen haben wir natürlich ein bisschen was bestellt, der liebe Arno und ich. Genau, du tatsächlich noch ein bisschen mehr als ich, Ja, aber das war auch ein Zufall jetzt, ja. Genau. ja, das stimmt. Das Das war. eigentlich war das relativ lange relativ ausgeglichen und dann Ja, ergab richtig. sich das eine zum anderen und ja, Ja. die Shopping-Maus hat geklickt ohne Ende, könnte Ja, man das ging hier sagen. wirklich rund, ne? Das Ding hat geglüht. Ja, Ja. bei mir ist das ja so, ich sammle ja auch diese Loks und ich finde das auch toll und ich möchte verschiedene Baureihen haben aus verschiedenen Epochen und so, das, was man von Kindheit kennt, aber ich bin halt Epoche 6-Bahner. So, und Und da gibt Epoche es dann 5, ja, ne? Epoche 5 und 6 ja, 5, praktisch, 5 ja. und 6, das kann man so sagen. Ne? Aber ich finde auch 4, manche Sachen sind 4 oder 3, finde ich auch toll, so ist das nicht. Aber ich bin da eher der modernere Typ. So, und dann, ja, habe ich jetzt ein paar Jahre ja immer nur so wenig im Jahr mal zugelegt und habe jetzt gesagt, so jetzt, wenn die Anlage gebaut wird, dann brauchst du auch richtiges Rollmaterial und auch aktuelles, natürlich zur Epoche passend. Und gerade wenn wir alles für YouTube verwursten, wollen wir ja auch richtig unseren Zuschauern was bieten können. Also legen Das wir los. stimmt. Ne? Genau. Und dann kam jetzt aber auch wirklich ein Zufall, weil jetzt auf einmal alle Hersteller auf einmal Sachen rausgebracht haben, wo ich schon lange drauf gewartet habe. Und deswegen habe ich jetzt zugeschlagen, wie so ein Blöder quasi. Genau. Und vor allen Dingen das Highlight, was ja kommen wird, was ich bestellt habe und was jetzt hier im März ausgeliefert wird von Märklin in diesem Fall, ist der Girono.
Du bist ja eher der deutsche Zug-Fan, Arne, und hast ja den ICE 4. Ich hatte den ICE 4, genau. Und da war noch einen zweiten, da kommen wir gleich zu, noch einen zweiten ICE in der Pipeline. Aber kommen wir erstmal zum Giro, genau. Richtig. Und ich habe gesagt, wo der vorgestellt wurde und ich das erste Mal so ein Handmuster gesehen habe und sowas, habe ich gesagt, so, den musst du unbedingt haben. Und da habe ich den natürlich auch gleich bei Spielwarenradchen vorbestellt beim lieben Stefan. Ne? Und der hat mir auch einen guten Preis gemacht, auch mit Ergänzungswagen. Habe gesagt, den will ich unbedingt haben. Das ist cool und macht nachher auf der Anlage mit Arnes ICE 4 bestimmt ein richtig geiles Bild. Das denke ich auch, ja. Richtig. So, und Pico war ja noch ein bisschen schneller mit der Auslieferung und ich war also am Überlegen, nimmst du Merck, den Pico, mal gucken so. Aber von den Eckdaten her hat mir der Märklin aus den Prospekten ein bisschen mehr zugesagt und von den Bildern. Und jetzt, wo der von Pico ausgeliefert wurde, dachte ich so, oh, der ist auch cool. Ja, also das, der hat ja sogar gleich beleuchtete Zielzuganzeigen an der Seite und so. Also da muss man sagen, wirklich sagen, so Props gehen raus an Pico, die haben echt, also auch beim ICE 4, da muss ich sagen, habe ich beim ICE 4 von Märklin den Vorteil, dass man da ja diesen einen Streifen nicht schwarz nachmalen muss. Das haben die da irgendwie weiß gelassen. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gestört. Da bin ich froh, dass Märklin das alles ordentlich gemacht hat. Wo ich aber jetzt auch sagen muss, was ich ein bisschen schade finde, also der Dachgarten beim ICE 4, da könnte man fast denken, ach guck mal, das sieht aus wie ein ICE aus der Startpackung. Also ja, genau, böse gemeint und ich finde, ich kann damit leben, das ist okay, dafür ist der sonst sehr cool. Aber das ist auch was, wo ich sage, wow, weiß ich nicht, das hat Pico echt besser hinbekommen. Dafür hat aber, wie gesagt, Pico, ich glaube, irgendwas, was hat, die hatten keine Innenbeleuchtung, glaube ich, ne? Keine serienmäßige. Oder ja, und die sind teurer halt. Und die sind teurer, genau. Ja, deswegen. Also in der AC-Variante. Also wir reden hier immer nur von AC, nur für den Zuschauer nochmal und Zuhörer. Ne? Genau, weil wir beides Märklinisten und Puku-Küsser sind, deswegen nicht wundern. Ja. Genau. Ja, naja, der ist auf jeden Fall im Zulauf und das war mir auch recht wichtig, den jetzt zu bekommen, weil das ist natürlich eine Zuggarnitur, die auch eine andere Achsübersetzung hat, beziehungsweise eine andere Bauart ist, ja, wie den ICE, sag ich mal. Der hat ja nicht, der ICE hat ja immer seine Achsen direkt unterm Wagen und hier ist es ja übergehend, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Du hast ja immer hier den Wagen, sag ich mal, auf einer Seite des Drehgestells und das andere die andere Hälfte vom Drehgestell ist schon der nächste Wagen. So. Und deswegen habe ich gesagt, so, den kaufen wir, den bestelle ich, weil ich ihn cool finde, hübsch finde. Das wird mein Flaggschiff auf der Anlage sein, nachher mit dem Railjet zusammen. Und gerade die Region unten, Österreich, Schweiz, Süddeutschland, das ist ja das, was ich sowieso und Frankreich zum Teil auch noch mit ist halt Ungarn, ist halt das, was ich gerne auf der Anlage auch darstellen möchte und deswegen passt das. Und der muss halt her, damit ich den jetzt schon gleich in die Testphase mit aufnehmen kann und quasi die Anlage um diesen Zug herum baue. Richtig. Das ist das. Ja, dann haben wir Arne und ich uns beide etwas bestellt, was wir recht cool fanden. Und zwar, wir sind ja nun Schleswig-Holsteiner und Pico bringt dieses Jahr die 245er in der Nah-SH-Lackierung raus. Arne. Richtig, ich glaube, die hatten die früher schon als Gleichstrom-Variante, aber nur als Gleichstrom-Variante. Genau. Und jetzt haben sie die auch als Wechselstrom-Variante rausgebracht. Richtig. Da haben wir natürlich gleich vorbestellt. Genau, und weil wir sagten, das ist uns beiden sehr wichtig, haben wir uns gleich zwei bestellt, also jeder eine. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht jeder zwei, jeder eine, genau. Sonst stimmen wir das immer so ein bisschen ab, dass man mal so guckt, dass man nicht so alles Mögliche doppelt hat. Aber bei der 245er in der NASH-Lackierung konnten wir beide nicht widerstehen. Ja, wobei ich auch denke, dass die bei mir im Wohnzimmer stehen wird, weil ich die einfach cool finde. So, ja, aber bei mir wird sie fahren, aber das ist auch okay. Ja, meine ist die, die auch, fährt, aber, und deine ist dann eher so das Vitrinenmodell. Mal gucken, abwarten. Ne? Ja, leider ist es ja so momentan ein bisschen doof, dass es nicht das passende Wagenset gibt. Das Wagenset, was man momentan kaufen kann, ich weiß gar nicht von welchem Hersteller, ASM oder so. Wie hießen die noch? Ich komme da gar nicht drauf. Die sind aber in der falschen Farbgebung. Die haben noch gelbe Türen und sowas. Das hast du mich sogar drauf gebracht. Ich hätte die nämlich fast schon bestellt gehabt und dachte so, oh, das passt. Also man könnte es schon irgendwie machen, weil letztendlich sich die Nordostseebahnwagen, diese ehemaligen, die wurden halt wirklich nur minimal umlackiert. Also die Beschriftung hat sich geändert. Da steht dann halt nicht mehr Nordostseebahn drauf, sondern ich glaube gar nichts. Und die haben halt die Türen, die gelben Türen jetzt türkis lackiert, weil ja türkis und dunkelblau so die NASH-Lackierungs- oder die NASH-Farbgebung ist. Also das fällt wahrscheinlich erst auf den zweiten Blick auf, außer jetzt den
sehr aufmerksamen richtig. Zuschauern, aber naja, es ist schon irgendwie schön. Zumindest die Lok schon mal, ne? Ja, ja. Genau, genau. Und irgendwann gibt es vielleicht nochmal in der NASH-Version die Bombardier-Wagen. Und selbst wenn nicht, ist es so, dass die 245er NASH momentan auch vor den Doppelstockwagen lief oder läuft hier, vor den roten, verkehrsroten Doppelstockwagen. Und die haben wir ja. Und deswegen, sage ich mal, können wir es ja schon fast realistisch darstellen. Ne? Ja. Ja, auch richtig. Ja, da bin ich mal gespannt. Also laut Pico wird das auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Zurzeit nicht lieferbar, voraussichtlicher Liefertermin noch nicht bekannt. Also das wird noch dauern, aber wir haben sie vorbestellt und das ist ja auch okay. Wenn alles auf einmal kommen würde, wird mein Konto sich sowieso nicht freuen, deswegen ist es ganz gut, wenn das ein bisschen getaktet einfließt. Ne? Das kann nie schaden, das stimmt. Ja, richtig. Dann, ja, dann bleiben wir bei Pico. Ich habe, da ist auch ein Modell rausgekommen, was mich sehr freut. Da ist aber auch, ja, Liefertermin wahrscheinlich erst Ende September, oder steht hier Ende September 2023. Das ist die Diesellok Foslo G6, der DBRG. In Wechselstromversion natürlich. Und die ist jetzt so aufgesetzt, dass sie Foslo hat und ein DB-Logo und so. Und das hatten die, das Vorgängermodell von Pico nicht. Und ich wollte sie gerne in DB-Variante haben. Weil die sollen nachher bei uns im Hafenbereich so ein bisschen rumfahren. Und für einen Anlagenteil passt die so perfekt rein, weil wir werden so ein bisschen ein Foslo-Bahnbetriebswerk oder Herstellerwerk quasi ganz leicht anschneiden, sodass neue Loks und neue Waggons, die von Foslo gebaut werden, dann quasi mal aus der Fabrikationshalle kommen. Und die müssen dann ja von der passenden Lok auch rausgeholt werden. Natürlich, natürlich, ganz und wichtig. Und deswegen bietet sich das einfach an. Und leider ist es ja so, dass der ganze MOBA-Sektor ja so, ja, mit Bestellungen so ist, dass du tatsächlich alles vorbestellen musst, weil wenn man das nicht tut, dann hast du ja gar keine Möglichkeit mehr, die zum normalen Preis zu bekommen. Meistens nicht, die sind dann komplett ausverkauft und kommen ja auch so schnell nicht wieder, weil dafür ist es halt ja so nischig, dass du jetzt, also du kannst genau halt nicht irgendwie alle möglichen verschiedenen Loks in allen möglichen verschiedenen Lackierungen immer im Markt oder auf dem Markt haben. Das ist halt, man muss vorbestellen und dann, ja, sonst bei eBay vielleicht, aber dann, je nachdem, wie beliebt die Sachen sind, dann zum fünffachen Preis gefühlt. Ja. Genau, genau. Und ich finde halt diese Bauform so toll, deswegen mag ich die Gravitas auch so, finde ich so cool, die hier auf unserer Strecke laufen, für den ganzen Verkehr von Bayer, Covestro, Sasol und hier unsere Raffinerie in Heide, ne? Deswegen ist das recht cool. Und vor allen Dingen, ich habe noch eine alte V60 in Weinrot, also in Altrot. Jetzt wird die dann mal abgelöst durch ein aktuelleres Modell, gerade epochenbezogen. Und die ja, V60 ist dann nur so die Ersatzlok, die in der Ecke vom BW steht. Ne? Das ist die Museumslok praktisch nachher. Ja, genau, genau. Ja, dann gucke ich mal, was haben wir hier noch? Dann habe ich, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und zwar hat Rocco, das zum Thema von vorhin, weil ich will natürlich auch mal ein, zwei Zugpferde nochmal von Rocco haben, so wie von Pico, dass ich einfach die Anlage besser testen kann, auf die unterschiedlichen Sachen, auch gerade wegen weichen Fahren und alles, was da so zugehört, ne, damit man da möglichst im Vorwege viel, viel ausprobieren kann, bevor man einschottert. Ja, so vielleicht mal vielleicht, als wieder aufreißen wenn kann, das so ne? weitergeht, können wir ja über eine bestimmte Zuggarnitur nochmal eine eigene Folge machen. Ich sag nur Hashtag Bogenweichen und Flixtrain. Aber da ja. wollen wir jetzt, das Fass machen wir jetzt lieber ja, nicht auf. Ja, aber die ACME-Wagen habe ich fast so weit hin. Also wir sind jetzt so weit, dass wir das Kupplungsproblem behoben haben. Mit Fleischmann Profikupplung funktioniert es momentan ganz gut. Die Puffer sind überarbeitet, die Kulissenführung auch. Jetzt ist nur das einzige Problem, und das war mir gar nicht bewusst, also da habe ich noch nie was mit zu tun, also nie bewusst mit zu tun gehabt, und zwar die Radsätze, Arne. Die sind das Problem noch. Und zwar hat man zwar mit diesen ACME-Wagen Wechselstromradsätze bekommen, das sind aber trotzdem andere, wie zum Beispiel die von Märklin. So, und die haben eine andere Steigung und sowas alles. Ja. So, und die Fachbegriffe kenne ich davon gar nicht so genau. Und da ist es jetzt so tatsächlich, dass es nur noch an den Radsätzen liegt, weshalb sie nur bei Bogenweichen noch entgleisen. So, und jetzt habe ich Märklin-Radsätze bestellt, passende für die ACME-Wagen. Und dann sollten die Wagen wirklich endlich richtig gut laufen. Ja, da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist auch echt so ein Projekt, ne? Alter Schwede. Ja, ja, da hast du schon fast rein investiert. Wenn die nicht so geil aussehen würden, dann hätte ich die Dinger schon lange. Naja, gut. Aber ich will die unbedingt haben und das ist auch so mein innerer Monk wieder. Ich krieg das hin. Es gibt keinen Plan B. Plan A ist, die Wagen hinzukriegen und ich höre es auf, wenn sie laufen. Und wenn ich die Dinger komplett neu ausdrucken muss, das ist mir völlig egal. Das ist ja egal. Hauptsache, sie laufen. Aber das Gute ist, demnächst, auch wenn es noch kein Datum gibt,
läuft ja demnächst eine nächste Roccolock bei dir auf der Anlage. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Und das ist ja etwas ganz Besonderes. Und zwar, hier bei uns läuft sehr viel im 218er Verkehr noch. Und die DB hatte hier selber noch sehr, sehr lange viele 218er an der Strecke laufen. Also wir wohnen ja hier direkt, also Arne und ich, an der Strecke Hamburg-Westerland, also Sylt. Und ja, die ist ja nicht elektrifiziert. Also praktisch. Die Marschbahn, richtig, danke, genau, so. Und ja, hier fährt natürlich jetzt momentan richtig ein kunterbunter Zugbetrieb, weil die DB ja selber gar nicht mehr so viel Dieselmaschinen hat anscheinend, das kommt mir zumindest so vor, und die sehr viel zumieten. Und so haben wir dann hier teilweise beige-orientrote, beige-blaue, wir haben Press, wir haben, ich weiß gar nicht, was hier alles fährt, ey, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich. Hier also fuhr eine Zeit lang auch tatsächlich die Cottbus 218er. Ja, natürlich, die haben wir ja auch beide, deswegen. Ne? Genau, die haben wir auch, ja. Die fährt auch zeitweise immer noch mal zwischendurch hier. Die ist gerade jetzt in Mitteldeutschland unterwegs. Ah, nur sehr so schön. Nebenbei. Die macht immer so durch Zufall Tornier, gesehen. Ne? Ja, die ist in ganz Deutschland zu sehen. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Im Betriebswerk hier Eidelstedt, hieß das Eidelstedt? Ja. Ja, da stand letztens die 101er, und zwar, das nur mal so kurz am Rand, das eine Sondermodell, was auf der einen Seite halt die moderne, die neue IC-Lackierung hat, und auf der anderen Seite diese alte Lackierung. Dieses, ja, cool. Ich auch dachte so, die hätte ich vielleicht immer auch noch mal ganz gern, aber... Ja. Ja. Das für später. Genau. Aber auf jeden Fall hast du ja auch eine 218er vorbestellt. Genau, und zwar die Press, weil ich die richtig cool finde. Ich mag diese blaue Farbe sehr leiden. Das passt hier auch wieder zu unserer heimatnahen Strecke. Und zwar hat Rocco die 218-056-1 rausgebracht. Und die hat nämlich einen anderen Motor. Und ich bin der Meinung, wenn ich richtig liege, ist das der Caterpillar oder so. Dann, ja, das, die haben noch, oder hieß der noch anders? Auf jeden Fall kann man es erkennen, die hat nämlich andere Abgashutzen. So, und das ist dann das Pendant zur Cottbus-Lok, weil die hat nämlich die gleichen, diesen Y-Trichter oben, und die Press hat die unterschiedlich gesetzten. Also eine Fachperson von 218er, die könnte mir sofort sagen, die hat den und den Motor. Ich weiß es nicht, war es Caterpillar oder irgendwie, auf jeden Fall ist das ein spezieller Motor, den es gar nicht mehr so oft gibt und gerade in der Baureihe 218 nicht mehr so. Ja. Und ja, und ich wollte die deswegen gerne haben, und gerade sowieso eine Press mit den richtigen Abgasfutzen, ich sag, geile Sache, bestellt. So, und mal gucken. Ich habe jetzt gesehen, dass die ersten ausgeliefert werden, aber Rocco hat letztes Jahr auch schon eine Press rausgebracht und eine andere Betriebsnummer. Und mit den anderen Abgasfutzen. Und deswegen weiß ich nicht genau. Hier steht jetzt Quartal 3, 23. Also, das werden wohl alles Weihnachtsgeschenke werden, denke ich mal. Selbstgemachte. Da muss man noch ein bisschen geduldig sein, aber das kenne ich ja in meiner Rocco-Bestellung auch. Weil bei mir ist ja noch der ICE TD. Zulauf in der DSB-Variante, also in der Kooperation der DB mit der DSB. Und genau. Vierteilig, glaube ich, habe ich mich gleich drin verliebt, weil ich nämlich derjenige bin. Also inzwischen, ich finde den ICE3 jetzt hübscher als früher. Eine Zeit lang fand ich den nicht so schick. Inzwischen sage ich mir, ja, der ist auch cool, aber ich fand den ICE-T halt immer irgendwie noch ein bisschen schicker. Weil der nicht so eine ganz spitze Nase hat, sondern so ein bisschen abgeflachter ist. Und das fand ich dann doch irgendwie cooler. Und deswegen habe ich mir gesagt, Mensch, am liebsten hätte ich ja, also beziehungsweise ein ICE-T wäre ganz cool gewesen, theoretisch. Aber den gab es halt so nicht. Und dann kam aber der ICE-TD raus. Und dann halt noch in der DSB-Variante. Und da ich ja Dänemark, wie man weiß, oder die DSB sehr gern habe und cool finde und ich da auch schon so einiges von habe, passte das natürlich ein bisschen wie Arsch auf Eimer, könnte man sagen. Genau. Da habe ich dann auch letztes Jahr im Januar, also vor über einem Jahr, dann auch meine Vorbestellung dagelassen. Bei Spielwarenradchen natürlich, wo sonst. Genau, und dann sollte die ja eigentlich, wann sollten die kommen? Ich glaube, Im Sommer, ne? Ja, im Sommer, beziehungsweise ich glaube, das stand da, als ich die vorbestellt habe, Quartal 2, 22. Dann war Quartal 2, 22 um, dann haben sie auf 3, 22, also sie haben im Grunde genommen, wenn das laufende Quartal abgelaufen ist, haben sie es einfach wieder ein Quartal nach hinten gepackt, wo ich mir denke, aber ich weiß nicht, ob das für die selber nicht so absehbar ist, wann das jetzt kommt, aber eigentlich ist es ja fast schon schlauer, dann lieber vielleicht das ein bisschen weiter in die Zukunft zu legen und dass dann die Kunden eher positiv überrascht werden, wenn die dann doch ein bisschen früher eintrudelt. Ja. Jetzt ist aber das Veröffentlichungsdatum raus bei Rocco und
Die Wechselstrom-Variante ist in geringer Stückzahl lieferbar, stand auf der Homepage. Deswegen habe ich leise Hoffnung, dass ich eventuell in den nächsten Wochen vielleicht doch eine Mitteilung bekomme, dass der ICE-TD endlich eingetrudelt ist. Und ach, das wäre schön, ne? Das wäre schon schön, weil dann wird er natürlich zusammen mit dem ICE-4 nettes Bild machen auf der Parkettbahn. Ja. Und nachher auch bald natürlich müssen auch Testfahrten vorgenommen werden, im Schattenbahnhof, also da, ne? Richtig. Geht genau. Das bald los vielleicht. Ich lasse mich überraschen. Ja. Man muss ja geduldig sein und das klappt eigentlich ganz gut. Und dann steht ja auch bald noch der ICE2 daneben. Das ja. Wird daher ja auch, das, wir kriegen die weiße Flotte noch vollständig hin. Richtig. Ja. Du brauchst ja noch unbedingt den ICE1, da sag ich mal, bist du ja noch. Und den Valeo finde ich auch ganz cool. Ja. Die hat ja Rocco, glaube ich, mal rausgebracht. Habe ich noch mal nebenbei schon bei eBay mal am Gucken und so. Richtig. Ja, und dann fehlt ja nur noch der ICE3 eigentlich. Ja, der fehlt noch, genau. Oder der normale T, aber das ist jetzt eigentlich T oder TD, finde ich dann nachher ja, nicht okay. So wichtig. Ne? Aber weil die genau. Sich dann doch optisch ja relativ ähnlich sind, nur bis auf die Tatsache, ja, dass der TD halt keine Stromabnehmer hat als Diesel. Ja, genau. Plus Variante. Bevor ich mir den holen würde, würde ich mir eher lieber einen IC2 holen. Und zwar mit einer, was ist das, 147,5 und dann mit dem Doppelstock-Intercity-Wagen, ne? Das finde ich ja noch geil, ne? Ja, das ist schon. Aber man darf ja noch Träume haben. Ja, man kann oder ja Wünsche, nicht, ne? Genau, man muss ja immer noch mal was haben, was man sich später noch mal irgendwann zulegt. Ja, richtig. Das ist halt, es ist ja halt auch eine immense Summe, die man ausgibt für eine Lok heutzutage. Und wenn ich so gucke jetzt gerade, ich habe ja noch eine, die ich habe ja daraus gelernt, weil ich habe jetzt ja immer viele Sachen nicht gekriegt, weil ich sie nicht vorbestellt habe. Und habe gesagt, weißt du was, du bestellst jetzt alles, was du haben willst, eigentlich vor. Und wenn du das nicht mehr haben willst, dann geht es halt bei eBay rein oder so. Aber das ist genauso wie Märklin hat ja jetzt angekündigt, eine Vectron Dual Mode. Und das ist auch so ein Ding, auch fürs Anlagenthema oben direkt passend. Total cool. Also eine Zwei-System-Lok, das heißt einmal elektrischer Fahrbetrieb und ein möglicher Dieselbetrieb. Und diese ganze Variante ist tatsächlich als in der DB-Lackierung als Rangier-Lok mit Rangierkupplung und so ausgestattet. Und das passt auch wieder richtig super zu unserem Thema hier. Gerade Container-Terminal und alles Mögliche, was wir da vorhaben. Das ist perfekt. Dass die da schön fahren kann. Und die hat so tolle Details mit beleuchtetem Maschinenraum und du kannst durch die Lüftungsgitter durchgucken und so. Und da habe ich gesagt, so, ich bin ja eh jetzt mittlerweile ein richtiger Vectron-Fan geworden. Taurus ist zwar meine Lieblingslok, ne? Aber die Vectron ist schon ganz nah dran. Und ich gesagt, die passt, weil die habe ich im Verkehrsrot auch noch nicht. Ne, aber da sieht man auch mal, wenn man hier sieht, UVP von Märklin, 400 Euro für den E-Lok, ja. Ja, das ist, okay, das ist schon. Ne? Das so. Ist und das schon summiert sich schon alles und das kann man sich ja fast alles gar nicht mehr leisten. Und wenn ich jetzt überlege, so was wir alles hier so vorbestellt haben, wir beide, das ist schon eine ganz schöne Summe. Wobei man sagen muss, es zieht sich ja auch alles zum Glück, weil ja nicht alles auf einmal kommt. Das ist ja teilweise über ein Jahr Lieferzeit und sowas alles. Ne? Aber das Hobby wird gefühlt immer und immer teurer, gerade wenn man irgendwas Spezielles haben möchte und nicht nur Start-up. Ne? Ja, das stimmt. Aber das ist halt, das wobei, ist halt schon nicht ohne. Hobbys sind ja immer teuer. So, das ist, es gibt kein richtig. Wirklich günstiges Hobby. Es gibt unterschiedlich teure Hobbys, aber ich glaube, jedes Hobby hat so eine gewisse Basiseinstieg. Genau. Ja. Und vor allen Dingen, man muss ja nicht alles auf einmal haben. Ne? Das geht ist ja ein Hobby, das man sammelt und dann gibt es auch mal was Neueres wieder. Und was manchmal Cooles, kriegt man ja auch günstig, meine, wenn ich an meine mintgrünen N-Wagen denke, wie günstig ich die geschossen habe. Dafür, dass die auch noch in einem Top-Zustand sind. Das Einzige, was sie nicht haben, das finde ich jetzt aber nicht so dramatisch, ist halt Innenbeleuchtung. Die haben sie nicht. Das rüsten wir ja nach. Ja, genau. Und dafür, dass ich dann halt wirklich einen sehr günstigen Preis für die 5 Wagen bezahlt habe, mit Steuerwagen. Das war echt günstig. Das war richtig günstig. Und da sind vielleicht nur so ein paar Radsätze dabei sind, die man mal tauschen müsste. Das ist ja auch schnell erledigt. Das war schon, das war schon gar nicht schlecht. Das stimmt, ne? Ja. Da habe ich ja auch noch 3 mintgrüne Wagen, also ein Steuerwagen und 2 zweite Klasse Wagen, glaube ich, habe ich auch noch gerade bei eBay ersteigert, auch zum richtig günstigen Kurs und gefühlt sind die wie neu. Ne? Ja. Ja, das ist ja das cool. Gute bei den Gebrauchtsachen. Also es gibt ja, du kannst ja alles gebraucht kaufen, aber gerade so bei Modellbahnen hast du ja eigentlich Leute da, die da sehr, sehr gut mit umgehen. Ja. Also ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist jetzt nicht so wie so ein Smartphone, was du dir gebraucht kaufst, wo irgendwie
Leute schon das Ding in der Toilette versenkt und fünfmal drauf geballert haben oder was. So, dass da ne, das Display schon ersetzt oder ausgetauscht wurde und zerkratzt ist und so. Das ist ja dann doch meistens bei den MOBA-Sachen schon schöner, dass du da eher qualitativ hochwertige Gebrauchtgeschichten kriegst. Doch, auf jeden Fall, das merkst du auch. Ne? Und vor allen Dingen, ein Riesenvorteil sind ja die hochauflösenden Handykameras, weil die meisten Leute, die ja irgendwas reinstellen bei eBay und so, die machen ja mit ihrem Handy die Fotos. Ja, und da kannst du die Gebrauchsspuren ganz gut erkennen. Ja, das geht wirklich besser. Also wenn ich überlege, so vor 10, 12, 15 Jahren, wo ich da bei eBay viel gekauft habe und so, da hast du teilweise Sachen gekriegt, denkst du so, oh, das war jetzt nichts, ne? So, aber ja. Das ist ja heute, in den meisten Fällen ist das ja kein Thema. Und gerade über den Kontaktbutton und so kannst du ja auch sonst fragen, hey, können Sie mir mal Bilder schicken und so, und dann ist das gut. Und da spart man ja wirklich. Ich bin ja auch so ein Fan von Gebrauchtkaufen, weil es einfach wirklich viel, viel günstiger ist zum Teil. Ja, manchmal muss man es ja machen, weil es dann halt einfach die Sachen gerade nicht mehr gibt. Und du kannst ja nicht warten, genau, bis Merkel in den 20 Jahren mal wieder irgendwie das Modell neu auflegt. Zum 30-fachen Preis oder so. Ja, ja, genau, das geht ja auch nicht immer. Und dann kann man mit Glück mal relativ günstig was abstauben, was man so anders nicht kriegen würde. Ja, und das Erstaunliche ist ja, Arne, ich habe ja wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich Modelle bekommen habe, Vitrinmodelle, die ja nie gelaufen sind. Das hast du ja auf Schleifer gesehen. Oder in Radsätzen. Ne? Die sind ja wirklich teilweise wie neu. Zwar 15 Jahre alt, aber fabrikneu quasi. Richtig. Unbenutzt, ne? Unbespielt, ja. Das ist halt schon cool. Ja, mal gucken. Und dann geht's weiter. Ne? Und das reicht jetzt auch erstmal, weil ich auch sagte so, hey, wir müssen erstmal für den Anlagenbau ein bisschen zurückhalten. Aber das sind so die Sachen, damit man ein aktuelles Rollmaterial aller Hersteller, aller gängigen Hersteller hat, um dann zu gucken, was dann passiert. Und eine Sache hat Rocco ja noch angekündigt, Arne, und das halte ich mir so ein bisschen offen. Na? Und zwar, die sind ja gerade dabei, den Railjet mit, beziehungsweise in Wirklichkeit laufen ja die ersten Tests, der erste Testzug läuft, glaube ich, mit dem neuen Design der Vectron. Also die Railjet-Steuerwagen mit dann Vectron-Steuerwagen. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache, weil du als jetzt auch Vectron-Liebhaber. Zwar Taurus immer noch unerreicht, aber die Vectron kommt relativ knapp dahinter. Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein cooles Bild nachher, auch für YouTube gerade, wenn du dann zwei Railjet hast und dann hast du einmal die alte und die neue Variante. Das ist natürlich nochmal richtig so ein nice to have, aber das wird ja noch dauern, bis die kommen, denke ich mal. Also sie sind für dieses Jahr angekündigt, aber beziehungsweise da werden wir uns so noch ein bisschen gedulden müssen, glaube ich. Genau. Ist ja aber auch in Ordnung, weil die werden ja auch nicht günstig sein. Nee, das stimmt. Genau. Ja, Sven, du hast gesagt, ne, es reicht erstmal mit dem Bestellen. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht reicht es jetzt, wenn ich so auf die Uhr gucke oder auf den Timer, auch vielleicht erstmal mit der Folge, weil genau, wir haben aber den Rahmen eine Sache habe ich noch. Gesprengt. Du hast noch eine Sache. Ja, das stimmt. Eine Sache habe ich noch, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt hatte, mit den Kabelkanälen. Habe ich das erwähnt, Arne? Das hatte ich, glaube ich, im ersten Teil gemacht, den wir nochmal neu gestartet haben. Die richtigen Kommentare, also da waren Kommentare bei und das war auch berechtigt. Ich habe die Kabelkanäle genannt, obwohl es Verdrahtungskanäle sind. Und der Unterschied einmal, Kabelkanäle sind geschlossen, Verdrahtungskanäle haben auf der Oberunterseite so eine Schlitze drin. Und natürlich heißt es Verdrahtungskanal. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Und die beste Neuerung, die jetzt gerade noch eingetreten ist, Arne, das hast du ja auch gerade erst erfahren, ist, ich habe bei Stefan, also bei Spielwaren Radchen, richtig gut eine Central Station 3 Plus abstauben können. Ein Modell, das ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr alt. Die hat ein Kunde bei ihm gekauft und hat sie zurückgegeben, wegen Anlagenauflösung oder sonstiges. Und da habe ich echt nochmal einen Schnapper gemacht und Geld gespart. Und jetzt sind wir auch da, up to date. Und wir können die Tage jetzt endlich die neue Central Station in Betrieb nehmen. Ja, das wird auch nochmal eine Freude. Weil du jetzt endlich für dein ICE 4 auch alle Funktionen nutzen kannst. Ja, jetzt funktioniert auch die letzte Klospülungs-Soundfunktion praktisch. Richtig, genau. Ja, das nochmal so cool. Als kleine Vorbereitung nochmal, wird es hier auch langsam moderner. Ich wurde ja tatsächlich ausgelacht, warum ich noch mit CS1 fahre, aber ich sage, hey, die läuft noch, die Loks funktionieren, also das fährt alles damit. Und solange hier das im Bau ist, ist ja alles gut, ne? Aber jetzt, wo die Grundkonstruktion steht, und da steht ja schon schöner mit. Du hast ja trotzdem auch noch eine relativ große Auswahl an Funktionen. Das kann ich ja
deswegen relativ gut nachvollziehen, weil ich eine Mobile Station 2 habe und die hat ja, kann glaube ich genau die gleichen Funktionen ansteuern oder Menge an Funktionen ansteuern wie die CS1. Ja, und das ist schon so allerhand. Und wie gesagt, bei mir, deswegen habe ich jetzt eben so ein bisschen sarkastisch von der Klospülung gesprochen. Das bin jetzt nur ich, aber für mich zum Beispiel, es ist jetzt nice, dass das geht, das ist cool. Aber ich habe jetzt auch Funktion 95 nicht vermisst manchmal. Das sind dann nachher so Geräusche, wo ich sage, oh, ist das so dramatisch. Aber es ist natürlich jetzt cool, wenn man es tendenziell auf jeden Fall kann, wenn man möchte. Ja, genau, richtig. Und vor allen Dingen haben wir dann auch diese ganzen wie heißt das? Ich habe das Wort vergessen. Kompatibilität? Danke. Kein Ding. Das kommt vom ganzen Sappeln. Hör mir's auf. Ja, du, also heute habe ich auch Wortfindungsstörungen, aber das liegt daran, dass du erkältet bist, ich auch so ein bisschen minimal erkältet bin. Ne? Ja, genau. Richtig. Deswegen ist es jetzt eine holprige, aus der Hüfte geschossene Podcast-Folge, aber hey, ist wenigstens authentisch. Ja? Richtig, das wollen wir ja auch sein. Ne? Wir sind auch ganz normale Mobile-Leute, wie jeder andere auch. So sieht's aus. Ne? Genau. Nee, aber ich glaube, an dieser Stelle dann wird's das auch erstmal gewesen sein. Wir sind auf die Themen eingegangen. Ja, an den Kommentaren werden wir ja sehen, ob das gut war oder ob ihr sagt, nee, das lass mal lieber, sappel mal weniger. Richtig, genau. Wie gesagt, wir wissen selber nicht, wann diese Folge veröffentlicht wird. Ob zwischendrin oder ob die als Mittwochsfolge kommt, da, ja. Lasst euch überraschen. Richtig, genau. Und dann würde ich sagen an dieser Stelle, Arne, vielen Dank, dass du wieder Zeit hattest. Ja, danke für die Einladung praktisch. Hat Spaß gemacht. Schön, dass wir ein bisschen Mobile-Talk machen konnten hier. Und dann würde ich sagen, ja, liebe YouTuber, liebe Abonnenten, vielen Dank für die ganzen Abos nochmal wieder und die dazugekommen sind in der letzten Zeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall. Das tun wir. Also mich seht ihr nicht, aber Sven, ich bin wieder schön hinter der Kamera und man ja, hört richtig. Und sieht nichts von mir. Genau, alles klar. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald, ciao. Und tschüss.